Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Wir reden jetzt über Frauenfußball und als ich damit angefangen habe, hier über Frauenfußball vor 4 Jahren zu reden, da war das noch ein bisschen neu. Ich habe Ihnen aber damals schon gesagt, dass Dresden ja die europäische Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern unterschrieben hat und das schon 2012 unter Frau Oros noch. Seitdem gab es auch Pläne und es gab Worte und es gab sehr viel, was so gesagt und getan wurde. Allein man hat es halt in der Praxis nicht immer unbedingt überall gemerkt. In dieser Charta steht in Artikel 20, dass die Stadt und der Staat, also die Stadt, wir als Stadtrat, wir sollen fördern, dass Frauen und Männer, Jungen und Mädchen ermutigt werden, gleichermaßen an Sport teilzunehmen, und zwar insbesondere auch an jenem Sport, der traditionell als männlich oder weiblich angesehen wird. Jetzt kann man sich trefflich streiten, ob Fußball männlich konnotiert ist. Wahrscheinlich, wenn man die letzten 100 Jahre zurückguckt, wahrscheinlich schon so. Und deswegen haben wir in Dresden eine Verantwortung dafür, dass es dort mehr Gleichberechtigung gibt. Und wie gesagt, als ich vor 4 Jahren, das ist, glaube ich, das Video, was am besten gelaufen ist. Ich glaube aber nicht, die meisten haben es wahrscheinlich nicht gesehen, weil sie mich so mögen. Aber sehr viele haben es damals gesehen, als ich gesagt habe, ich werde nie wieder für Geld stimmen, wenn dafür einseitig nur Jungs gefördert werden. So. Und dann ging noch ein halbes Jahr weiter und dann hat sich das Wording geändert, beziehungsweise dann ist man ein bisschen auf einen konstruktiveren Weg gekommen und dann hieß es, der Stadtrat knüpft die Gabe von Geld an die Erwartung, dass Mädchen und Jungs gleich gefördert werden. Das ist genau das, Herr Lippmann, was Sie gesagt haben. Also man kann ja freien Vereinen nicht irgendwie vorschreiben, was sie zu tun haben. Wenn die aber Geld bekommen von uns, dann können wir schon artikulieren, was wir denn wollen. Und damals habe ich gesagt, wenn wir schon Geld geben, dann müssen wir auch darauf achten, dass das, was in der Charta steht, das, was Dresden unterschrieben hat, dass das wenigstens ansatzweise umgesetzt wird und nicht, dass wir wieder Trainingsanlagen bauen, wo nur Umkleiden für Jungs drin sind. So, als ich das dann damals gesagt habe, da gab es zwei Reaktionen von Stadträten, die waren ein bisschen sauer auf mich. Das war einmal der Herr Kiesling, der dann mir billigsten Populismus vorgeworfen hat und fortan, immer wenn ich ihn traf, gesagt, na, hast du schon mit den Mädchen, was machen deine Fußballmädchen so? Ne? Und das hat mich ein bisschen geärgert. Und die andere Reaktion war von Frau Wagner, die daraufhin aber sehr konstruktiv das aufgegriffen hat und aus dieser ganzen Problematik konstruktiv das an sich gerissen hat, oder an sich genommen hat, will ich mal sagen, das gekümmert, genau, so. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr froh, was draus geworden ist. Frau Wagner hat ja auch die Größe gehabt, wirklich am Anfang zu sagen, dass mir das halt zuerst eingefallen ist. Und ich habe die Größe zu sagen, yo, Frau Wagner, super Sache, das ist richtig gut gegangen. Ich kann die Partei auch noch dazu sagen, CDU in dem Fall nicht scheiße gebaut, richtig gut. So, ja, also muss ich Frau Wagner loben. Und das ist nämlich so, wir können gerne irgendwelche Charters von irgendwas unterschreiben. Das ist ja erstmal ganz nett. Wir können uns auch darüber unterhalten und gegenseitig hier von der Kanzel sagen, wie wichtig A und B und C ist. Nein, woraus wirklich ankommt, ist, dass auch unser Handeln anders wird. Und wenn wir über Gleichstellung oder Gleichberechtigung reden, dann müssen wir halt in die richtige Richtung gehen und aufhören, in die falsche Richtung zu gehen. Und das heute hier ist ein oder zwei oder drei Schritte in die richtige Richtung. Wie gesagt, nochmal danke, Frau Wagner, und lassen Sie hier ein schönes, großes Freudenfest der Abstimmung feiern. Dankeschön.